Und willkommen zurück. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir verlassen das große Schiff, aber das ist wohl der Endgegner. Ja, das ist der Endgegner. Also, das Wasserlevel hat zum Glück gnädigerweise nur 3 Stages. Bin ich sehr froh drüber, muss ich wirklich sagen. Weil, einfach nee. Also, ich lasse mir gerne manche Sachen gefallen, aber so ein Wasserlevel ist irgendwann. Boah. Und die Schwimmmechanik ist nicht unbedingt die beste, um so ein Level zu gestalten. Alter! Das ging durch deinen Schädel. Komm raus! Sehr schön. Oh, ja. Ja, Wasserlevel vorbei. Juhu! Nein, kein Eintrag. Okkus Geist ist ruhelos. Sind sie es nicht alle? Nur wenn man ihn zu seinem letzten Ruheplatz zurückbringen kann, Shaboom Shaboom endlich lokalisiert werden. Ja, toll, jetzt dürfen wir uns also mit Zombies rumprügeln. Ja, das Recht der Toten. Verstehe einer jetzt den Zusammenhang, wie wir von einem Geisterkapitän Chill-Ding in das Recht der Toten kommen? Uah, du Scheiße. Kein Kommentar zum Leveldesign. Gott. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es meistens besser ist, alle Gegner vollkommen in Ruhe zu lassen und einfach Scheiße von dann zu ziehen. Ich weiß auch nicht. Liegt bestimmt einfach daran, dass ich relativ schnell hier im Durchblitzen bin. Was ist das? Das Geflimmel? Okay. Das ist zeitverzerrendes etwas. Das ist cool. Das ist nicht groß genug. Das ist schade. Also, das Gimmick von diesem, sagen wir mal, Level oder dieser Stage ist dieses zeitverzögernde Nebel des Schwaderzeugs. Hurra. So, und weiter geht's. Was ist das Pulver? Kann ich da rüber? Ne, kann ich nicht. Weil klar. Aber hier kann ich hoch. Aha. Nein. Okay, also theoretisch habe ich jetzt 20 Leben, aber hey, oh wow, das, wie ich gerade sehe, registriert das Spiel das eigentlich sogar, denn ich habe immer noch 9. Das heißt, wie ihr sehen könnt, ist das Spiel sogar noch netter, als man glauben könnte. Jetzt muss ich nur noch mal irgendwann da mal vernünftig hochkommen. Sonst wird mich gerade daran so behindert. So, geht doch. In Slow Motion wieder runter. Und. Ja. Ja. Langsam nach oben.
langsamer Zusatz. Gottes Willen hier. Okay. Die Sache ist getimed. Das sehe ich kommen. Und wenn es wirklich richtig getimed ist, dann können wir das jetzt schon an dieser Stelle vergessen eigentlich. Aber ich guck mal. Vielleicht ist es auch nicht getimed. Und ich habe totales Glück. Nein, nein, nein! Das ist ersetzend. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Dieser Glücksschar beunruhigt mich auf eine tiefe Weise irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich mag den Glücksschar da nicht. Ah, das ist gut, das Boot wartet also. Und nein, wenn man springt, muss man mitgehen, ansonsten fällt man runter. Für diejenigen, die es interessiert. Ja, da ist nichts. Da habe ich mir einmal die Mühe gemacht, einen schönen präzisen Sprung auszuführen und dann ist da nichts. Da seht ihr. Bringt überhaupt nichts. Sich Mühe machen ist vergebene Liebesmühe. Damn, Gimmick. Zombie, mir egal. Zombie hier, mir egal. Okay. Die Musik mag ich jetzt persönlich nicht so. Ich weiß noch nicht, wie ihr das haltet, aber die anderen Musikstücke haben mir dann doch deutlich besser gefallen. Sogar die Unterwassermusik. Die hatte nämlich was, aber die erinnerte wirklich stark an Donkey Kong. Was ich vielleicht auch mal in geraumer Zeit irgendwann mal mache. Wo lande ich? Da lande ich. Das ist okay. Hier ist sogar so ein Mini-Ding. Mini-Speicher-Save-Point-Dingy. Gut, weiter geht's. Am Leben. Ist mir egal. Wo geht's lang? Ich seh's gerade nicht. Da geht's lang. Nein. Okay, das ist ne. Oh Gott, das sind jetzt wieder schöne Sprünge hier. Wow. Filmreifer Sprung war das gerade. Aber so hoch komme ich doch nicht, oder? Geht das? Das geht nicht. Ja, das ist mir jetzt eigentlich egal. Ich würde gerne wissen, wie dieser Sprung funktionieren soll. Meine Herren. Länge und Reichweite so als so. Okay. Nicht, dass mir das jetzt nicht schon bekannt wäre, aber ich wollte es nochmal deutlich sagen. Ja, ich hasse sowas. Wenn ich nicht weiß, wie der Sprung funktionieren soll, solche Sachen dazu. Das ist doch einfach nervig. Was soll denn der Scheißkäse?
das daneben gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, einen Safe-Sick gesetzt. Ja, jetzt habe ich den Geist weggepuzzelt, sehr schön. Und jetzt? Komm ich mal gleich da hoch. Ich hasse es. Ich krieg gleich Plack. Mal ehrlich, wie soll der Sprung da funktionieren? Oder übersehe ich gerade irgendetwas total Offensichtliches? Kann ja auch sein. Da geht's nicht lang. Also, okay. Ihr seht also, das Zeug hier verhält sich auch wie Wasser. Das bedeutet, Maui kann so rumschießen. Kein Kommentar. 4 oder 5-minütige Tode mal wieder. Oh Gott. Ein getimtes Level. Was zum Teufel? Wie geht's hier weiter? Hallo? Das sind die letzten Überbleibsel von diesem Quacko. Okay, also man darf, kann hier nicht zu weit vorrennen, das ist nicht, ja. Ich hasse was. Das ist wie mit Dosenköpfen in Castlevania. Die treffen dich einmal und du fällst unweigerlich in den tiefen Tiefen. Was zum Teufel? Woran bin ich gestorben? Okay, lass mich raten. Diese Dinger wollen also an meinen Kopf. Oder was von diesem Gebiet ist. Klasse! Lass ich also einen durch, bin ich ungefragt. Das kann ich nicht mehr sagen, das ist doch voll krank. Maui, Beschützer von Gebeinen irgendwelcher Tota, die langsam auf mysteriöse Weise nach oben schweben. Ja, so ist das. Entschuldigt mich, wenn ich an dieser unglaublich packenden Stelle einen kurzen Cut einlege, aber wir sehen uns gleich wieder. Sofort.